Vor genau 20 Jahren, 2004, im Februar, ging Facebook online. Die sozialen Medien haben seitdem unser Verhalten und unsere Gefühle total neu geprägt. Warum können wir aber heute gar nicht mehr ohne Social Media und gar nicht mehr offline? Und wohin geht der Trend, wohin geht die Reise? Darüber wollen wir sprechen mit dem Digitalexperten Professor Sascha Friesike, heute Morgen bei uns zu Gast. Super, super spannend. Sie beschäftigen sich ja damit, wie das Internet, wie die Technik unser Leben auch verändert. Oder wie die Technik sich verändert. Oder wir die Technik verändern. Oder wir die Technik, natürlich. Wie hat Facebook damals überhaupt angefangen? Mit welcher Intention? Im Grunde war ja die Idee, dass man immer wieder im Leben Leute trifft und mit denen in irgendeiner Verbindung sein möchte. Und die Idee vom World Wide Web war, man kann sich eine Webseite bauen und auf der Webseite steht, was man so macht. Und jetzt ist aber so eine Webseite zu bauen gar nicht so einfach und die up-to-date zu halten. Und Facebook hat im Grunde das extrem einfach gemacht, sich eine eigene Webseite zu machen und diese Webseite dann mit anderen zu verlinken, dass man sehen kann, mit denen bin ich in irgendeinem Status und dann kann er gucken, was ist bei denen los. Und irgendwann ist man dann weggekommen von diesen Webseiten und hat sich eigentlich darauf konzentriert, die Nachrichten anzuzeigen, die die Leute so von sich geben. Und heutzutage geht man ja relativ selten irgendwo noch auf ein Profil, sondern man guckt sich diesen Feed an, was da so alles Leute von sich geben oder was in Gruppen passiert. Und weil du gerade sagst, Status hat heute, it is complicated, war damals ja dann das Riesenthema, dass man ständig geupdatet hat, in welcher Beziehung man gerade ist. Heute total, also in dieser Frühzeit von sozialen Medien hat man sich ganz lange damit auseinandergesetzt, wie man denn darstellt, was für eine Beziehung ist man da jetzt Follower, ist man befreundet, ist man in einer Beziehung, ist es kompliziert? Und das ist heutzutage irgendwie deutlich weniger geworden, dieser. War es damals denkbar, dass wir, wie wir es heute sind, ja fast schon süchtig werden danach? Ja, ich würde diesen Begriff der Sucht nicht verwenden dafür, weil eigentlich sind wir nicht im quasi klinischen Sinne süchtig nach sozialen Medien. Das ist eher so, dass diese sozialen Medien überall in unserem Leben eine Rolle spielen. Ich meine, auch WhatsApp ist ja ein soziales Medium. Das ist, worüber wir kommunizieren, wo wir irgendwie interagieren und wo wir natürlich relativ schnell, wenn wir das Handy aus der Tasche ziehen, nachgucken können, was ist wieder los. Das ist vielleicht interessant, das hilft uns, ein bisschen die Langeweile zu überwinden. Eine Sucht würde ich dem noch nicht unterstellen. Und trotzdem ist es so, dass viele wahrscheinlich von sich selber behaupten, ich liege abends ins Bett, ich will eigentlich schlafen und dann habe ich noch eine Dreiviertelstunde einfach nur gescrollt. Woran liegt das? Vielleicht kein gutes Buch zur Hand. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das gute Buch die bessere Entscheidung im Leben, das glaube ich schon. Fällt es auch mir, die gerne Bücher liest, manchmal schwer. Das Handy wegzupacken. Ich finde das ein total spannender Gedanke, weil wir quasi heutzutage das Buch so glorifizieren. Wenn man sich irgendwie die Nachrichtenlage von vor 120, 140 Jahren anguckt, dann gab es die gleiche Debatte darüber, dass die Leute nicht mehr miteinander reden, sondern jetzt Zeitschriften lesen. Und warum denn diese schlimmen Zeitschriften, die Familie sitzen? Jetzt machen wir das Gleiche eigentlich mit sozialen Medien. Das ist immer meine Hoffnung, dass die Menschheit sich immer angepasst hat an neue Gegebenheiten. Wir können Technik nicht zurückdrängen, wir können digitalisierte Welt nicht zurückdrehen. Das heißt, wir werden uns irgendwie damit arrangieren. Nochmal auf diese 20 Jahre. Facebook vor 20 Jahren gegründet. Es gibt auch ganz viele Begriffe, ganz viele neue Wörter, die sich nur alleine durch Social Media in unser Leben gebracht haben. Ja, total. Also früher hat man immer, ich glaube bei StudiVZ hieß es, dass man geruschelt, wenn man nicht genau wusste, ob man jetzt den Status befreundet schon haben kann, dann hat man erstmal gegruschelt. Eigentlich der Like ist ja durch soziale Medien überhaupt erst gekommen, dass wir Dinge liken, dass wir Leuten followen. Und ja, auch dieses Konzept von Influencern gab es ja vorher nicht. Das ist ja heute eine gewaltige Berufsgruppe. Und irgendwie, wenn man in der Schule fragt, was wollen die Leute werden, dann sind die meisten davon überzeugt, Influencer zu werden. Vor 20 Jahren gab es das noch gar nicht. Heute ist Social Media ein Geschäftsmodell. Und zwar ein riesen dickes Geschäftsmodell. Nicht nur für die Influencer selber, sondern auch für die ganze Werbeindustrie ist es ja unglaublich. Was ist deiner Meinung nach der Trend, wenn wir jetzt noch mal wieder 20 Jahre in die Zukunft gucken werden? Wo geht die Reise hin? Ich sehe eigentlich zwei Sachen, die ich momentan spannend finde. Das eine ist, dass dieses Influencen in alle möglichen anderen Berufe auch reinschwappt. Also man muss auf einmal, Influencer Creep nennt sich das, man muss auf einmal Influencer sein, um ganz andere Sachen zu machen. Da beispielsweise eine Studie, die hat sich angeguckt, wie eine Silberschmiedin jetzt arbeitet und die muss dann immer rumrennen mit so einer Kamera auf der Stirn, um zu dokumentieren, was sie macht oder muss Posts von sich selber machen, die möglichst emotional sind, weil das baut irgendwie Followerschaft und Engagement auf. Eigentlich will die überhaupt keine Influencerin sein, muss sie aber sein, um quasi Schmuck zu verkaufen. Das ist das eine große Thema. Und das zweite, was mir einfallen würde, ist, dass natürlich
in diesen sozialen Medien irgendwie so ein Vernetzungsimperativ drinsteckt. Das ist ganz toll, sich zu vernetzen. Und dass es jetzt aber natürlich auch gerade in der Wissenschaft eine große Gegenbewegung gibt, die sich so eine Entnetzung anguckt. Also Leute, die absichtlich nicht in sozialen Medien abends sind, sondern wieder das Buch lesen. Das finden wir auch in der Architektur. Da war das ganz wichtig, dass Büros so offen sind, dass man einfach miteinander vernetzen kann und kommunizieren kann. Und jetzt sehnen sich die Leute wieder nach einem Büro, wo sie die Tür zumachen können, um sich etwas zu entnetzen. Oder einfach nur ferngucken. Finden wir auch gut. Sascha Fiesecke. Genau. Schön, dass du da bist. Danke. Vielen Dank, mich gehabt zu haben. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.